ich bin heute Mittag hierher gekommen und wurde auch herzlich empfangen. Und ja, man hat mich eingewiesen, wo soll ich hingehen, was ist der Tagesablauf. Es gab auch coole kleine Agenda-Zettelchen und da konnte ich mir auch ein Bild machen, was hier für Vorträge anstehen werden. Ich erwarte vom Dev Day viele spannende Vorträge, spannende Diskussionen, Anregungen und guten Kaffee. Wir werden heute einen sehr interessanten Tag erleben mit vielen sehr breit gefächerten Themen. Gerade alles rund um Softwarearchitektur ist ein Themenbereich, der doch etwas weiter gefasst ist und vor allem ein Themenbereich, wo bei uns gerade sich viel bewegt. Und deswegen habe ich so die Hoffnung, auch aus anderen Branchen dort ein paar Anhaltspunkte mitnehmen zu können. Ich habe ganz viel positives Feedback gekriegt. Mir haben Leute ganz, ganz spannende Fragen gestellt. Da muss ich jetzt mal nach Antworten suchen. War super. Bin sehr positiv überrascht. Ich fand es eigentlich einfach erstmal nett, dass in Dresden so eine Veranstaltung ist, dass irgendwie so viele Leute zusammenkommen, die sich irgendwie für Softwarearchitektur interessieren und Softwareentwicklung. Und dementsprechend einfach Netzwerken, Leute treffen und viele interessante Vorträge hören. Was mir sehr gut gefallen hat, ich habe auch alte Studienkollegen hier mal wieder getroffen, habe erfahren, was die jetzt gerade so machen, habe viel über neue Technologien gehört und denke, es ist eine Veranstaltung, die man wirklich jedes Jahr machen sollte. Es hat nochmal eine andere Seite beleuchtet von meinem Wissen, von meinem bisherigen Wissensstand und deswegen würde ich auch jederzeit und wenn es nächstes Jahr wieder stattfindet, auch gerne wiederkommen. Es war echt eine gute Erfahrung für mich. Eine einzelne Person kann Dinge vielleicht auch mal auf den Punkt bringen, ja? Aber wirklich voran kommt man, glaube ich, nur, wenn man im Austausch ist, open-minded, open source sozusagen zusammenarbeitet. Es gibt einen treibenden Kern von Personen, von Menschen, denen das Thema wichtig ist und die das immer wieder neu auf die Beine stellen und damit auch den Erfolg garantieren.